Genossinnen, liebe Genossen, als erstes zu dieser unheimlichen Wahlkampftour. Das Wichtigste bei sowas ist, dass sie nicht heimlich ist, sonst merkt es keiner. Also sie war tatsächlich aus unserer Sicht recht erfolgreich. Gesine war ja ebenfalls mit dabei. Und ich weiß, dass es ja immer gut kommt, deswegen möchte ich es auch machen, aber ich meine es auch von Herzen. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass uns neben Gesine ein Berliner ganz besonders unterstützt hat in diesem Wahlkampf. Das ist Gregor Gysi gewesen. Er war wirklich unheimlich gut und stark engagiert in fast allen Veranstaltungen. Und an der Stelle möchte ich mich als eher süddeutscher Bürger recht herzlich bei den Berlinern bedanken, dass er uns so tatkräftig unterstützt hat. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich werde auf die Wahlen dann zum Schluss nochmal zu sprechen kommen, aber es liegt mir natürlich daran, auch nochmal kurz auf die aktuellen Ereignisse einzugehen, die auch schon Klaus angesprochen hat. Als erstes die Situation in Japan. Wir wissen, Hunderttausende haben ihr Obdach verloren, sind unterwegs, um irgendwo bleiben zu können, werden versorgt. Die Versorgungslage ist noch nicht optimal. Wir wissen, dass es kaum in den Griff zu kriegen ist. Und wir wissen vor allen Dingen, dass jetzt eine Metropole, nämlich Tokio, wirklich akut bedroht ist von dem, was in der Folge, nämlich mit diesem unglaublichen Atomunfall verbunden ist. Liebe Genossinnen und Genossen, daraus sind Konsequenzen zu ziehen. Und eine Konsequenz, die wir ziehen müssen als Linken, und ich denke, da müssen wir unser Profil auch noch schärfen, weil momentan eher es die Grünen sind, die ganz besonders glauben, dieses Thema gepachtet zu haben. Wir können übereinstimmend feststellen, dass wir mit der Atomenergie eine Energie haben, die nicht beherrschbar ist, die Risiken birgt, die Millionen von Menschen gefährden, übrigens nicht nur in Japan, sondern jetzt auch außenrum. Und deshalb müssen wir als Linke immer ganz konsequent unsere Position, die wir bisher auch schon hatten, weiter vertreten. Wir müssen raus aus dieser Technologie, nicht nur in der Bundesrepublik, europaweit und weltweit. Das muss unsere Ansage sein, liebe Genossinnen. Und mit der müssen wir auch eindeutig und klar Position beziehen. Und in dem Zusammenhang ist aus meiner Sicht nicht zu akzeptieren, was wir gegenwärtig in der Bundespolitik von den Regierenden erleben. Das Erste, liebe Genossinnen und Genossen, diese sogenannte Wende in der Atompolitik, dieses Moratorium, das wir da erleben, das vorgaukeln soll, als wäre tatsächlich die Bundesregierung jetzt bereit, Konsequenzen zu ziehen. Es ist nun offenkundig geworden, weil es Brüderle gesagt hat, es handelt sich um einen schnöden Wahlkampftrick und den dürfen wir als Linke so nie und nimmer durchgehen lassen, liebe Genossinnen und Genossen. Es handelt sich bei diesem Vorgang, und das wird auch deutlich angesichts der Wahlen, eher um die Laufzeitverlängerung von Ministern und weniger um die Laufzeitschließung oder um die Laufzeitkürzung von Atomkraftwerken, was die gerade machen. Und deshalb bleiben wir dabei, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen Konsequenzen ziehen und die Konsequenzen müssen eindeutig folgende Punkte umfassen. Der erste ist, die 7 Meiler, die jetzt vom Netz sind, offensichtlich nur vorübergehend, wie es die Bundesregierung plant, müssen auf Dauer abgeschaltet werden und dürfen nicht mehr eingeschaltet werden. Sie sind genauso risikoreich wie das, was wir in Japan erleben. Und zweitens, wir brauchen einen dauerhaften Ausstieg aus der Atomenergie in der Bundesrepublik Deutschland. Und dauerhaft ist es nie, wenn man mit der anderen Seite, in dem Fall der Atomlobby und den Atomkonzernen, verhandelt und dann glaubt, die bleiben dabei, was sie verhandelt haben. Das ist ein Irrweg. Und deshalb ist unsere ganz grundsätzliche Forderung, dass wir wollen, dass im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen wird, dass wir ein für alle Mal auf die Kernenergie als Energieträger genauso verzichten wie auf den Export von Atomtechnologie. Dann wird die Sache dauerhaft und sicher, liebe Genossinnen und Genossen. Und nur wenn wir das tun, haben wir auch die Chance, andere davon zu überzeugen, aus dieser Technologie auszusteigen. Es macht doch keinen Sinn, den Franzosen zu sagen, hört auf mit der Kernenergie. Oder ich war vor kurzem im Wahlkampf an der Schweizer Grenze. Ich weiß gar nicht, wie der Ort ist, aber ich fahre den Berg runter und auf der anderen Seite ist, denke ich, das ist doch Atomkraftwerk. Direkt an der Grenze in der Schweiz.
Also die sind kein 1 Kilometer zur deutschen Grenze. Die Atomenergie ist europaweit, weltweit abzuschaffen. Das geht nur, wenn wir selber mit gutem Beispiel vorangehen und als Erste abschalten, weil wir Vorreiter sind bei alternativen Technologien. Das müssen wir deutlich machen und deshalb abschalten, um auch andere davon überzeugen zu können, ebenfalls abzuschalten, liebe Genossen. Das ist ein klarer Punkt der Linken. Und weil wir uns ja mit den Grünen auseinandersetzen müssen, auch in dem Wahlkampf hier in Berlin. Drum auch noch mal ein Wort zu dem, was Sie verhandelt haben, als Sie an der Regierung waren. Offensichtlich war das so optimal ja nicht. Sich auf eine Lösung zu begeben, wo man sagt, man einigt sich mit der Atomindustrie, man schließt einen Vertrag und er ist offensichtlich so schlecht verhandelt, dass man schon beim ersten Regierungswechsel wieder eine vollkommen andere Linie hat. Ja, wie haben denn die verhandelt, liebe Genossinnen und Genossen? Im Übrigen, selbst wenn der Vertrag gegolten hätte und es nicht zu einer Verlängerung der Laufzeiten durch Schwarz-Gelb gekommen wäre, es wäre bis jetzt nur ein Atommeiler vom Netz gegangen mit Rot-Grün. Das müssen wir immer wieder sagen. Weil die so tun, als wären, wenn die sozusagen weiter an der Regierung gewesen wären, alles schon erledigt wäre. Nein, auch die Grünen haben Verbindungen und Verbandelungen zur Atomlobby, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir müssen es offenlegen. Der Vertrag war nicht gut. Sie können sich nicht auf die Schulter klopfen. Wir brauchen klare gesetzliche Regelungen und keine Verhandlungslösungen mit denen, die uns offensichtlich in diesem Lande den Garaus machen mit einer Technologie, die nicht beherrschbar ist, meine Damen und Herren. Liebe Genossinnen und Genossen. Verzeiht mir, dass ich manchmal noch in die Damen und Herren komme, aber das hängt vom Wahlkampf ab. Weil da waren natürlich auch einige dabei, die nicht in unserer Partei sind, Gott sei Dank. Und deshalb wollte ich die nicht immer mit Genossinnen und Genossinnen ansprechen. Verzeiht mir, wenn ich ab und zu in diese Damen und Herren Geschichte falle. Zweiter Punkt, Libyen, meine Damen und Herren. Dieses Beispiel zeigt uns, dass wir gut daran tun, uns daran zu erinnern, wie eigentlich die Situation in Afghanistan zurzeit ist. Und es stellt sich die Frage, hat sich durch Kriegseinsätze, die uns offensichtlich nun angeraten werden, auch in Libyen, ich frage mich dann natürlich, warum denn in Libyen, warum nicht auch an der Elfenbeinküste, warum nicht in Syrien, warum nicht in Bahrain? Also warum, wie eigentlich die Situation nach solchen Kriegseinsätzen aussieht. Wir wissen noch genau, was man uns in Afghanistan gesagt hat, warum wir uns dort beteiligen müssen und dass das eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen zur Folge hätte und dass das geradezu eine Notwendigkeit ist, dass wir dort uns militärisch engagieren. Und die UNO hat 2009 in einem Bericht Folgendes festgestellt. Nach 9 Jahren Krieg ist die Armut von 33% auf 42% der Bevölkerung gestiegen, die Unterernährung von 30% auf 39%, der Zugang zu Sanitäreinrichtungen ist von 12% auf 5,2% gesunken, Menschen, die die Slums leben, haben von 2,4 auf 4,5 Millionen zugenommen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist von 26% auf 47% gestiegen. Aber die Mohnfelder, denen offensichtlich Rauschgift produziert wird, haben sich von 131.000 Hektar auf 193.000 Hektar erhöht. Ein wahrer Erfolg dieses Kriegseinsatzes. Und deshalb sagen wir, liebe Genossinnen und Genossen, selbstverständlich bleiben wir dabei, dass auch in Libyen ein Konflikt dieser Art nicht durch militärische Mittel gelöst werden kann. Wir wollen raus aus Afghanistan und nicht rein in Libyen, liebe Genossinnen und Genossen. Und das ist ein ganz klarer Grundsatz. Denn es ist nicht zu akzeptieren, dass auf der einen Seite Libyen und der dortige Diktator mit Waffen versorgt worden ist, auch aus der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahre 2009 waren es 53 Millionen Euro. Von 2005 bis 2009 waren es insgesamt 83,5 Millionen Euro an Kriegsgütern, die die Bundesrepublik Deutschland nach Libyen geliefert hat. Übrigens auch in die anderen Regionen, in die letztendlich nun
Despoten gegen ihre eigene Bevölkerung vorgehen. Natürlich ist das zu verurteilen. Natürlich ist das ein nicht akzeptabler Vorgang, wenn die Regierung die eigene Bevölkerung niederknüppelt oder niederschießen lässt. Wir sagen aber, es gibt andere zivile Mittel, dass wir solche Konflikte stoppen. Und eins der wesentlichen Mittel ist, und das gilt auch für die Zukunft, keine Rüstungsexporte, liebe Genossinnen und Genossen, aufhören mit der Expansion in andere Länder, indem wir dort Kriegswaffen hinliefern, die dann gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Hätten wir das nicht gemacht, wäre der Konflikt in dieser Form überhaupt nicht vorhanden. Das ist die Wahrheit. Das müssen wir sagen. Das ist unsere Position. Und es ist auch nicht akzeptabel, und da müssen wir die Grünen auch an ihrer eigenen Nase packen, dass es jetzt ausgerechnet die Grünen sind, die die Bundesregierung kritisieren, dass sie im Weltsicherheitsrat nicht zugestimmt haben, dass dort die Luftverbotszone eingerichtet werden soll. Ausgerechnet die Grünen, meine Damen und Herren. Wir hatten vorgestern im Bundestag eine Abstimmung um die Frage einer weiteren Ausweitung des Krieges in Afghanistan. Ich weiß nicht, ob sich schon rumgesprochen hat, wie Frau Künast abgestimmt hat. Die will hier ja Bürgermeisterin werden. Sie hat zu dieser entscheidenden Frage keine Meinung. Sie hat sich enthalten, liebe Genossinnen und Genossen, als Vorsitzende der Grünen. Weitere 300 Soldaten werden eingesetzt in den AWACS-Flugzeugen, um sozusagen die Amerikaner und andere zu entlasten und letztendlich natürlich damit die Kriegsführung in Afghanistan zu unterstützen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, eine Parteivorsitzende, die zu dieser Frage keine Meinung hat, ist nicht geeignet, nicht mal als Kandidatin für ein Land anzutreten als Ministerpräsidentin. Liebe Grüne, das muss man auch immer sagen. Und die Grünen sind weit davon entfernt, noch als Friedenspartei ernst genommen zu werden. Es gibt ja fast keinen Einsatz, die nicht zustimmen, wo die nicht dafür sind. Und da frage ich mich schon, wo das einstige Profil der Grünen ist. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere Position ist immer, dass jeden Euro, jede Million Euro, die wir ausgeben, die tatsächlich unmittelbar und ohne durch militärische Begleitung konterkariert zu werden, in Katastrophengebiete geht, die unmittelbar den Menschen zugutekommt, bei weitem mehr Menschen hilft als jeder Kriegseinsatz, der angeblich humanitär ist. Es gibt keinen humanen Krieg, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb bleiben wir dabei, dass wir zivil helfen wollen, aber nicht militärisch. Liebe Genossinnen und Genossen, zu Berlin und zu natürlich auch den hier zu bewältigenden Wahlen. Das Erste, es ist selbstverständlich, dass wir als Parteivorstand natürlich alles tun werden, um zu unterstützen, dass ihr mit einem ausgezeichneten, guten Ergebnis diese Wahlen bestreiten könnt. Ich glaube, das muss ich nicht besonders erwähnen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, ein Wahlprogramm hat natürlich vor allen Dingen den Job, dass wir klar und deutlich Position beziehen, wo wir hinwollen, und dass wir uns auch klar und deutlich von anderen Parteien abgrenzen. Das gilt nicht nur für Berlin, das gilt allgemein, das gilt natürlich auch für unser noch zu beschließendes Grundsatzprogramm, das wir uns geben. Wir müssen klar und deutlich das eigene Profil zeigen. Ein Wahlprogramm, liebe Genossinnen und Genossen, kann nie ein Koalitionsvertrag sein, darf es auch nicht sein, weil sonst wird unklar, wo wir stehen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, eine Position, die wir haben, ist immer dann von den Menschen akzeptiert, wenn wir an ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen ansetzen und die zum Maßstab des eigenen Handelns machen. Das ist Voraussetzung, glaube ich, für all das, was uns noch bevorsteht. Und ich denke, da haben wir klare Punkte, an denen wir uns orientieren können. Das Erste. Die Linke muss immer und überall die Partei sein, die für eine gerechte Verteilung der erwirtschafteten Güter in einer Gesellschaft eintritt. Wir sind die Partei der Verteilungsgerechtigkeit. Deshalb unsere Forderung nach vernünftigen Löhnen. Deshalb die Forderung nach Mindestlohn. Deshalb die Forderung nach Regelung der Leiharbeit. Deshalb die Forderung nach Eindämmung des Unwesens der befristeten Arbeitsverhältnisse. In der Bundesrepublik sind von den unter 25-Jährigen inzwischen 40% nur noch in befristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Das ist ein Skandal. Da müssen wir als Linke überall und klar Position beziehen. Wir wollen wieder Ordnung auf den Arbeitsmärkten. Das ist
ist ein Kernthema der Linken, liebe Genossinnen und Genossen. Zweitens, wir sind die Partei, und deshalb freut mich das sehr, was ich hier lese, und ich habe es ja auch in der Rede von Klaus gehört. Eins unserer Markenkerne ist soziale Gerechtigkeit. Ist die Frage, dass wir wollen, dass ein Sozialstaat ein Staat ist, in der erstmal die Finanzierung stimmt, deshalb haben wir bestimmte Vorschläge auch zur Erhöhung von Steuern, in der zweitens aber auch klar wird, dass niemand in einem Staat, der mindestens so reich ist wie die Bundesrepublik Deutschland, da darf niemand unter die Räder kommen, auch wenn er krank ist, auch nicht, wenn er Rentner ist und auch nicht, wenn er keinen Job hat. Das ist ein Kernthema von uns, das müssen wir immer wieder nach vorne stellen. Es freut mich, dass das bei euch im Programm so drin ist, lieber Klaus. Und drittens, wir brauchen eine Wiedereroberung der Gesellschaft durch die Forderung nach Wiedereinführung, nach Wiederherstellung, nach einer Renaissance der Demokratie. Liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß nicht, wer vor 14 Tagen oder vor drei Wochen, 14 Tagen war es, den Stern gelesen hat. Da war da ist ja immer der Jörges, der jede Talkshow mit seiner Anwesenheit ziert, der hat sich da geäußert und hat in Bezug auf eine Umfrage von Forsa Folgendes festgestellt. Mehr als die Hälfte der Bürger der Bundesrepublik Deutschland halten die Praxis der Demokratie für nicht mehr in Ordnung. Mehr als die Hälfte. Übrigens bei den Arbeitnehmern waren es fast schon 70%, die diese Praxis der Demokratie für nicht mehr in Ordnung halten. Und auf die Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger bei uns in der Bundesrepublik glauben, dass man durch Wahlen entscheidenden Einfluss auf die Politik nehmen kann, ich wiederhole es, ob man durch Wahlen entscheidenden Einfluss auf die Politik nehmen kann, antworten nur 6% der Bürger der Republik mit Ja und im Osten nur noch 1%. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Mehrheit der Bürger sagt, das wollen wir wählen, ist vollkommen wurscht, wir haben eh nichts mehr zu sagen. Und das ist ein Zustand, der ist gefährdend für unsere Gesellschaft, gefährdend für unsere Demokratie. Deshalb sage ich, wir Linken müssen auch die Partei sein, die das Thema Demokratie wieder auf die Tagesordnung setzt. Und es setzt voraus, dass sich in einem politischen System, denn nur dann ist es demokratisch, die Interessen der Mehrheit durchsetzen und nicht immer die Interessen der Minderheit, die Interessen der Atomkonzerne, die Interessen der Banken, die Interessen der privaten Versicherungsgesellschaften. Wir müssen die Partei sein, die das Thema Demokratie wieder ernst nimmt. Wir müssen die Interessen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Dann haben wir auch wieder eine Berechtigung, sozusagen über Demokratie in dieser Gesellschaft zu reden. Und andersrum wird es nichts mehr, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir fragen uns, warum die Leute nicht mehr zur Wahl gehen, warum wir Wahlbeteiligung haben um die 50% bei Landtagswahlen. Ja, bei diesem Befund ist doch das gerade eine Selbstverständlichkeit. Da muss man sich eher wundern, dass noch welche hingehen zu dieser Veranstaltung. Und deshalb muss für uns auch immer ein Grundsatz gelten, liebe Genossinnen und Genossen. Bei einer Wahl wählen wir ja unterschiedliche Köpfe, unterschiedliche Gesichter, unterschiedliche Menschen. Und dann haben wir einen Zettel. Da steht dann der Name drauf und dann schmeißen wir den bemerkenswerterweise in eine Urne. Und das ist dann die höchste Form der Demokratie. Urne, dann ist er beerdigt, die Stimme. Und nach 5 Jahren darf man dann das erneut machen oder nach 4, je nachdem. Liebe Genossinnen und Genossen, es kann doch nicht Demokratie sein. Deswegen müssen wir als Linke immer die Position haben, dass eine parlamentarische Demokratie ergänzt werden muss durch den Widerstand, durch das Engagement der Bürger. Deshalb müssen wir auch Bürgerinitiativen ganz besonders ernst nehmen, insbesondere mit Linken, und so weit als möglich mit ihnen zusammenarbeiten, dass deutlich wird, über die Parlamente alleine wird es nicht klappen. Liebe Genossinnen und Genossen, und bei den Wahlen braucht ihr euch auch nicht verstecken. Ich finde es richtig, dass in Berlin das Thema Rekommunalisierung wieder auf der Tagesordnung steht. Von Harald Wolff und anderen auch in die öffentliche Debatte gebracht. Ich finde das ausgesprochen richtig. Und auch das Konzept eines Stadtwerks für ökologisch verträgliche und sozial gerechte Energieerzeugung finde ich absolut positiv und erwähnenswert und als einen Kern, den wir in Berlin vertreten sollten. Gleichzeitig haben wir natürlich auch erlebt, dass wir das ein oder andere, ich denke an Jugendfreizeiteinrichtungen, aus der Hand geben mussten, auch in Berlin. Und deshalb glaube ich, dass eine unserer Kernpositionen tatsächlich sein muss in solchen Wahlkämpfen, dass wir es anders machen als die anderen. Privatisierung der öffentlichen
des öffentlichen Eigentums, Privatisierung von Aufgaben, die bisher staatlich, öffentlich organisiert waren, in private Hand, ist immer auch ein Verlust von Demokratie. Jeder Abgeordnete, der hier bei euch kandidiert und gewählt wird, ist demokratisch legitimiert. Die Vorstände von Vattenfall und anderen sind es nicht. Deshalb ist jede Form der Privatisierung auch immer ein Abbau von Demokratie. Wenn wir für mehr Demokratie eintreten, müssen wir uns auch gegen Privatisierung wenden und müssen auch klar und deutlich sagen, wir sind dagegen, dass wir öffentliches Eigentum verschleudern. Wir sind dagegen, dass wir letztendlich eine weitere Privatisierung des öffentlichen Dienstes wollen. Im Gegenteil, wir wollen es zurückholen. Das ist der richtige Weg, den ihr an dieser Stelle hier in Berlin beschreitet. Und deshalb habt ihr dabei auch unsere volle Unterstützung, liebe Genossinnen und Genossen. Und natürlich sind wir für eine Ausweitung der direkten Demokratie. Und ich komme natürlich nicht drum hin, ich muss zu diesem Wassertisch die eine oder andere Bemerkung machen. Ich denke, wir müssen solche Initiativen, die entstehen aus richtigen Zielen heraus, ernst nehmen und müssen vor allen Dingen... Und dürfen Sie vor allen Dingen nicht als Gegner begreifen. Die wollen doch im Prinzip dasselbe wie wir, auch wenn wir in der Regierungsverantwortung sind. Also insofern wäre mein Appell an der Stelle, es ist ja vielleicht nicht die letzte Geschichte, wo sich so ein Konflikt ergeben kann. Nehmen wir sie ernst, arbeiten wir mit ihnen zusammen. Parlamentarische Demokratie. Parlamentarische Demokratie braucht die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Ich will es noch mal an einen Punkt machen, der unverdächtig ist. 1998, Regierungswechsel. Und dann haben die Arbeitgeberverbände damals ein Trommelfeuer gegen diese Bundesregierung gemacht und die ist umgefallen wie ein Sack Reis in China. Und hat sie plötzlich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ein Punkt war, glaube ich, auch, dass damals, 98, zu wenig Druck der Bevölkerung auf diese Regierung ausgeübt worden ist, das zu tun, was sie eigentlich in den Wahlen versprochen hat, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb glaube ich, es ist für uns als politische Partei, wir sind ja nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, es ist für uns ganz besonders wichtig, mit solchen Initiativen ein gutes Verhältnis zu pflegen. Das heißt nicht, dass man automatisch immer 1:1 macht, was die wollen. Nein, aber es heißt, dass man kooperativ miteinander umgeht und dass man guckt, dass man sie als Unterstützung für die eigene Position begreift. Sie wollen oft dasselbe. Und dazu möchte ich euch ermuntern, mitzumachen, auch künftig bei Regierungen. Wir wollen doch, dass wir in Berlin weiter regieren, aber da brauchen wir auch entsprechende Unterstützung aus den Bürgerinnen und Bürgern heraus, auch mit solchen Initiativen. Dafür möchte ich werben, liebe Genossen. Ein weiteres, aus meiner Sicht wirklich gutes Beispiel war, und das solltet ihr auch immer herausstellen, ich habe es ja, als wir das Ganze damals angeregt haben und angeleiert haben, ich habe es ja fast nicht geglaubt, dass es gelingen könnte. Das war die Klage des Berliner Senats gegen die Dumping-Tarifverträge, die die christlichen Gewerkschaften bei Leiharbeit abgeschlossen haben. Ein unglaublicher Vorgang. Da bietet sich eine Gewerkschaft an und beruft sich aufs Tarifrecht und macht Billigstlöhne. Unglaublich. Und wir kriegen die bundesweit nicht weg. Und es ist wirklich ein großer Verdienst dieses Senats, dass es gelungen ist, eine Klage einzuleiten, die im Ergebnis den Erfolg hat, dass nicht nur die Christengewerkschaften keine Tariffähigkeit mehr haben, sie sind ihnen abgesprochen worden, sondern dass im Ergebnis auch viele Tausende von Menschen Anspruch auf Lohnnachzahlungen haben und dass die öffentliche Hand Anspruch hat auf entgangene Sozialleistungen, die mit diesen Tarifverträgen letztendlich verhindert wurden, die gestundet wurden. Ein großes Dankeschön an dem, was ihr da gemacht habt. Großer Erfolg, klasse. Liebe Genossinnen und Genossen, wir dürfen uns aber auf diesen guten Punkt auch nicht ausruhen. Und deshalb ist es richtig, dass wir über Leiharbeit reden. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass wir sagen, es muss das Prinzip gelten, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit. Und liebe Genossinnen und Genossen, jetzt waren wir ja oft ein bisschen im Westen, jetzt sind wir wieder ein bisschen im Osten, aber wenn man nach Westen guckt, ist Frankreich. Und in Frankreich ist es üblich, dass die in Leiharbeit beschäftigt sind, 10% Flexibilitätszuschlag erhalten in dem Job. Nicht nur gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, 10% mehr. Warum? Weil die besonders flexibel sein müssen, weil die jeden
bei immer neuen Vorgesetzten haben, weil sie andere Arbeitskolleginnen und Kollegen haben, weil sie eine andere Arbeitsaufgabe haben. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns da wirklich uns anknüpfen an dem, was wir schon haben in diesen Punkten. Lasst uns da richtig positiv rangehen an die Geschichte. Leiharbeit muss bedeuten, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit plus Flexibilitätszuschlag plus Mitbestimmung der Betriebsräte, ob es überhaupt ein Leiharbeitsjob ist. Das ist unsere Position und ich glaube, da kommen wir weiter und da spüren die Leute, wo wir stehen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, auch noch mal zu der Frage des Mindestlohns. Ich will noch mal darauf hinweisen, jeder Lohn unter 7,21 Euro ist ein Lohn, wo der Steuerzahler die Löhne zahlt, weil sie aufstocken. Jeder Lohn unter 7,21 Euro. Und jeder Lohn unter 9,46 Euro ist ein Lohn, wo wir die Rente bezahlen. Weil die hinterher, wenn sie in Rente gehen, in der Grundsicherung im Alter landen. Und deshalb müssen wir uns sehr engagiert und konsequent für die Erhöhung des Mindestlohns einsetzen. Und deshalb bin ich froh, dass ihr momentan auf der Position seid, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr auch dann, wenn ihr selber Aufträge vergeht, jetzt auf die 8,50 Euro geht. Es ist richtig, Klaus, in Rheinland-Pfalz, da regiert nur die SPD und die hat schon 8,50 Euro. Also wir müssen da hinter denen nicht nachständig hin. Es fällt es richtig, dass wir dort in Berlin auch entsprechende Forderungen stellen und mit der Position 8,50 Euro in den Wahlkampf gehen. Vollkommen richtig, volle Unterstützung an dieser Stelle von dem, was wir dort haben. Liebe Genossinnen und Genossen, und weil wir ja wissen, dass wir momentan den Streit mit der SPD haben hier im Land wegen der Finanzierung des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors. Ich will euch den Konflikt nicht beschreiben, den wisst ihr selber besser, aber ich möchte nochmal an einer Stelle mit einem bei uns in der Partei vereinzelt verbreiteten Position mich auseinandersetzen. Das wäre die Frage, ob die Sozialdemokratie jetzt schon wieder sozialdemokratisch ist. Ich habe den Eindruck, der ein oder andere glaubt, weil sie die ein oder andere Forderungen von uns übernommen haben. Deshalb wäre da schon wieder alles in Ordnung. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe ja nichts gegen Plagiate, wenn es die richtigen sind. Da gibt es den einen, der war nicht so erfolgreich. Die anderen schreiben erfolgreich bei uns ab. Das ist gut so. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass sie auch rot werden, liebe Genossinnen und Genossen. Das sind sie nämlich noch nicht. Sie sind noch blass. Ich möchte euch das an einem Punkt beweisen. Die Hartz-Regelungen 5 Euro mehr. Ja, dass das verfassungswidrig ist, weiß jeder. Also da glaube ich, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Jetzt hat die SPD sich eingeschaltet in der Form ihres Ministerpräsidenten Beck und dann kommen im Ergebnis 8 Euro raus. 3 Euro mehr, das ist die SPD wert, liebe Genossinnen und Genossen. Mehr nicht. Und wenn man sich jetzt fragt, sind die jetzt von ihrer Agenda 2010-Politik abgerückt oder nicht? Zwei Zitate. Das erste Zitat von Thomas Oppermann, parlamentarischer Geschäftsführer. Er sagt, die Pragmatiker sind in der SPD auf dem Vormarsch. Ihnen gelingt es, die Alltagssorgen der Menschen in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Dann weiter der Kollege Steinmeier. Ich sage Tag ein, Tag aus, ganz selbstbewusst, die Republik stünde ohne die Agenda Reformen nicht da, wo sie heute steht. Abgesehen, dass er davon recht hat, aber er meint es, glaube ich, anders. Und weil es so ist, liebe Genossinnen und Genossen, darum müssen wir aufpassen, nur weil die SPD das eine oder andere bei uns abschreibt, ist sie nach wie vor noch nicht sozialdemokratisch. Deshalb müssen wir sie nach wie vor als politischen Konkurrenten betrachten. Und wir müssen ihre Positionen offenlegen und unsere eindeutig und klar dagegen stellen. Nur dann haben wir Erfolg in den Wahlkämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. War mir wichtig, das nochmal zu sagen. Und ich halte im Übrigen auch überhaupt nichts davon. Ich habe das jetzt wieder gelesen, dass ein Genosse diese Position vertreten hätte. Dass wenn wir kandidieren und gut gewählt werden und dann stärker sind als die SPD, da habe ich jetzt gehört, wir sollten doch nicht so pingelig sein und sollten dann auf den Ministerpräsidenten verzichten. Ja, wo kommen wir denn da hin, liebe Genossinnen und Genossen? Ja, dann brauche ich doch als Wähler gar nicht mehr unterscheiden, wähle ich die oder wähle ich die anderen. Ich weiß, der Ministerpräsident kommt eh von denen. Ja, warum ist dann, wo soll ich mich denn da eigentlich noch entscheiden können? Deshalb sage ich, liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß nicht, woher das kommt, aber an der einen oder anderen Stelle müssen wir als Linke auch dazu kommen, mehr Selbstbewusstsein zu zeigen. Wo sind wir denn eigentlich, dass wir den Kleinen, den billigen Jakob machen? Haben wir keinen Grund dazu. Mehr Selbstbewusstsein. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin froh, dass ihr jetzt bei eurer Tagung, was die Frage der Finanzen angeht, offensichtlich eine Position habe, dass die Antragsberatungskommission übernimmt,
dass wir auch sich um die im Zuständigkeitsbereich des Landes befindlichen Möglichkeiten bemüht, mehr Geld zu bekommen. Das, was momentan passiert, ist doch, dass über die Bundespolitik die Länder und die Kommunen ausgetrocknet werden. Dann müssen wir uns doch immer, auch wenn wir sagen, ja, wir liegen unter dem Finanzdiktat, dass kein Geld da ist, wir müssen immer ganz klar und deutlich aus meiner Sicht zwei Dinge machen. Erstens müssen wir die Verantwortlichen benennen, warum kein Geld da ist. Und da ist auch immer SPD und Grüne zu nennen. Die haben mit der Politik des Steuerdumpings angefangen. Und das müssen wir immer benennen. Die mogeln sich da raus, die tun so, als wäre es Gott gegeben, dass die Länder kein Geld mehr haben, dass die Kommunen kein Geld mehr haben. Sie sind mitverantwortlich durch Senkung des Spitzensteuersatzes, durch keine Vermögensteuer. Sie sind mitverantwortlich, dass sie die Veräußerungsgewinne nicht mehr besteuern. Und sie sind mitverantwortlich in den Ländern, weil wir oft zu wenig Steuerfahnder haben. Deshalb ist es richtig, dass wir auch in Berlin wieder den ein oder anderen Steuerfahnder einstellen. Das bringt Geld in die Kassen. Das nützt uns in Berlin, liebe Genossinnen und Genossen. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir dürfen uns sozusagen nicht in diesen Sachzwang alleine verheddern, dass kein Geld da ist, sondern müssen dann auch immer sagen, wie wir zu mehr Geld kommen. Deswegen finde ich richtig mit der Bettensteuer, was jetzt bei euch diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob das schon einhellige Meinung ist. Ich habe gesehen, die Antragsberatungskommission wird das wohl übernehmen. Gibt es in einigen Städten schon, also das ist nicht unerfolgreich, dass man da versucht, die eigenen Einnahmen zu stärken. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen immer eins sagen, diese Schuldenbremse, die gegen unsere Position auf Bundesebene beschlossen worden ist, diese Schuldenbremse ist nicht hinnehmbar. Sie führt dazu, dass letztendlich die Kinder, die Jungen, die verantwortlich gemacht werden dafür, dass andere das Geld verzockt haben. Dass es kein Geld in den Haushalten gibt, liegt zum einen an der Steuerpolitik der SPD, der Grünen, der CDU und der FDP und liegt zum anderen darum, dass die jetzig Regierenden nicht bereit sind, sich das Geld von denen zu holen, wo es zu holen ist. Das sind die Banken, das sind die Vermögenden, das sind die Besserverdienenden. An die müssen wir ran, liebe Genossen. Das müssen wir immer sagen. Das ist ein Punkt, der das Alleinstellungsmerkmal der Linken ausmacht. Alle anderen trauen sich nicht dran. Auch da mehr Selbstbewusstsein, Genossen. Dann geht auch was, dann kriegen wir auch wieder was hin. Und zum Schluss, liebe Genossinnen und Genossen, noch ein Wort zu den Wahlen, die heute stattfinden und die noch vor uns liegen in diesem Jahr. Uns ist ja eine grandiose Niederlage prophezeit worden, schon in Hamburg, die ist nicht eingetreten. Wir haben in Sachsen-Anhalt unser Ergebnis gut behauptet, sind zweitstärkste Partei, sind stärker als die SPD. Wir haben jetzt Wahlen, die sind sehr kompliziert, weil momentan natürlich die aktuell diskutierten Themen vor allen Dingen Themen sind, die die Grünen für sich besetzt haben. Und wir haben weitere Wahlen vor uns, unter anderem auch hier in Berlin. Der entscheidende Punkt ist, dass wir stärker werden, überall stärker werden. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Warum? In dem Moment, wo wir schwächer werden würden, hätte es den Anschein, als würden sozusagen die anderen in ihrer Politik bestätigt werden. Deshalb kommt es überall darauf an, erstmal stärker zu werden. Und natürlich kommt es darauf an, reinzukommen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ich würde mich freuen, wenn es gelingt. Ich bin da nach wie vor sehr zuversichtlich. Das Einzige, was mich ärgert, ist dann, dass Bayern das letzte Land ist, wo wir nicht drin sind. Das müssen wir dann auch noch ärgern. Das kriegen wir dann auch noch hin. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, eine Voraussetzung, dass uns das gelungen ist jetzt in Hamburg, dass es uns gelungen ist in Sachsen-Anhalt, dass es uns gelingen wird, hoffe ich, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg deutlich stärker zu werden. Ein Punkt ist, dass wir aufgehört haben, zumindest bei Wahlen, uns mit uns selber zu beschäftigen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist mit alles andere als ein Erfolgsmodell. Es ist uns gelungen, dass wir uns mit dem politischen Gegner auseinandersetzen und nicht den politischen Gegner immer in den eigenen Reihen suchen. Ich bin zuversichtlich, wenn uns das weiter gelingt und alles spricht dafür, und wenn ihr einen findet in euren Reihen, der es nicht so macht, dann redet mit dem, manchmal hilfreich. Wenn es uns gelingt, uns tatsächlich jetzt auch in den weiteren Zeiten mit den politischen Gegnern zu beschäftigen und eingedenk der Tatsache, dass man immer zusammenhalten muss, wenn es eng wird und sich nicht auseinanderdividieren lassen darf, dann habe ich die Sicherheit, bei mir im Kopf die Sicherheit, dass wir auch die weiteren Wahlen gut bestehen, dass die Linke noch stärker wird und dass wir dann sagen können, eine starke Linke sorgt dafür, dass die Sozialdemokraten wieder sozialdemokratischer werden, die Grünen nicht nur kompostiert sind und vor allen Dingen das Land sozialer wird. Ich danke fürs Zuhören.